Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Acht Sekunden haben wir schon. Und jetzt zeigst du mir dein Geschenk. Nein, das ist noch kein Geschenk. Ich wollte es auf meinem Briefkasten kleben, aber er ist zu klein. Ja gut, da kriegst du vielleicht auch wieder Die Ärger. Die Nachbarn haben größere. Gleich ja. Drei, ne? Ja, zwei wolltest du aufs Fahrrad machen und vielleicht hast du ja einen größeren Briefkasten. Jetzt bist du wieder so dunkel, ne? 5G. Schöne Grüße von St. Josef, möchte ich auch mal kommen. Oh ja. Ja, wann? Morgen. Morgen ist Montag, ne? Und dann habe ich diese, wie nennt sich das? Präambel mitgebracht. Präambel? Ja, Moment, dann zeig das doch mal langsam. Förderverein Unverstrahltes Land. Ne? Das ist gut, das können wir dann auch mal irgendwo langsam ablesen. Ja. Und jetzt das Bild von der Frau. Ein bisschen aus wie wir stehen hier im Wind, ne? Wie Werbung für neues Internet. 5G, so heißt die fünfte Mobilität, die fünfte Mobilfunkgeneration, weil Telekom, Vodafone, 1&1 und O2 in Deutschland aufbauen möchten. Der Branchenverband spricht von über 800.000 neuen Sendeanlagen. Damit wird sich die Belastung durch Elektrosmog für Menschen, Tiere und Umwelt erheblich steigern. 5G führt zu mehr Überwachung und Eingriff in die Privatsphäre. Das ist ja sehr, sehr vorsichtig und harmlos ausgedrückt. Ja, das müssen die ja auch, ne? Und die Satzung kannst du ja dann irgendwo mal, kannst du vielleicht auch ein Tablet sehen. Jetzt guckst du erstmal, wo die Ostereier sind. Ich mag das Heidnische nicht. Ne? Weihnachten ja, nein, ist ja, Fest. Und Ostern mag ich auch nicht. Aber wenn man außerhalb der heidnischen Feste da mal Eier isst. Man muss ja nicht wegschmeißen. Jetzt nimmst du mir den Hasen aus dem Ding, dann setze ich mich neben dich auf die Bank. Dann essen wir die Sachen. Ne? Ei, Sir. Hm? Das ist ja mal ein bisschen. 2 Minuten 35 Sekunden als Einstandsvideo. Mache ich mal Pause. Jetzt geht's weiter. 2:40. So. Gucken, ob du drauf bist. 3:02 geht's weiter. Ich hoffe, das ist. Also das war gefilmt hier, wenn der Mann heute nochmal vorbeikommt und sagt, verspätetes Ostern, dann hätte er recht. Das da, die Eier? Ja. Habe ich gefilmt. Ton ist auch drauf. Sehr blumig. Hast du mal einen Freund gehabt, der homosexuell war? Das weißt du manchmal nicht. Ne? Es waren, man hat ja. Nee, ich meine nur. Man wusste das nie so richtig. Bin ich drauf? Ja, du kommst ja aus der. Du bist drauf. Ja, kannst aber ein Stück mehr erzählen. Ja. Du kommst ja aus der wilden Zeit der 68er. Ja. Da war bestimmt alles ziemlich. Naja, ich möchte da nicht gelegt haben, nur nach Knobel. Das wäre für mich eine Hölle gewesen. Gab es da auch Homosexualität in der Zeit 68? Ja, da war alles, oder? Kreuz und quer. Ja, da war alles kreuz und quer. Ne? Da war, man musste oft nicht, es waren so, dass also Schwule, die waren oft freundlicher wie heterosexuelle. Ne? Aber das ist ja ein Thema, die, mit Bindungsglück. Also ich hatte, als ich 20 war ungefähr, da habe ich glaube ich das erste Mal Kontakt gehabt damit. Da habe ich eine Bekannte gehabt, eine Freundin, die war homosexuell. Ja. Und also lesbisch.
Ja. Und da habe ich zum ersten Mal das erlebt, was das eigentlich für eine Welt ist, in der so jemand lebt. Wir leben ja in so einer Art. Also alles immer so mit, also hat Hella von Sinnen, das war ihr mega großes Vorbild. Also das war ja schon eine, also war ja älter wie ich. Mhm. Das war eine gestandene Frau. Und aber, du warst 20. Ja, und sie war 35 oder so. Die, aber die war trotzdem wie so ein Teenager und hat sich da halt so. Also Hella von Sinnen und also hat so ihre Idole gehabt. Wonach sie total gelebt hat, das fand ich schon mal ungewöhnlich. Und dann hatte sich ihre Freundin von ihr getrennt. Dann hat sie daraufhin sich die Pulsadern aufgeschnitten und wollte sterben. Mhm. Und dann hat sie eine Therapie gemacht, wo sie aber gar keine Therapie gemacht hat, sondern sie war die ganze Zeit nur eine Therapeutin verliebt. Aber sie war auch in jede andere zweite Frau verliebt, die irgendwie in ihrem Leben über den Weg lief. Und bei jedem, hat sie gesagt, die ist eigentlich lesbisch oder auch bei Männern, der ist eigentlich schwul, so, aber die wissen das noch nicht. Und da habe ich gemerkt, dass ganz merkwürdig, diese Homosexuellen haben einen unbändigen Missionskrieg. Also die sind ununterbrochen, sind die am Missionieren und wollen die Leute in ihre Welt reinziehen. Und mir wollte das dann halt alles so total schmackhaft machen. Mhm. Ne? Und ich habe mir das auch alles zeigen lassen in Frankfurt, in Köln. Ich habe mir das alles von ihr zeigen lassen. Diskotheken, wo die sich treffen, alles und so. Ne? Und ja, und die hat dann so gedacht, irgendwann würde ich dann umgepult sein. Aber ich habe es halt einfach nur als interessant. Ne? Also einfach mal zu wissen, wie so jemand lebt. Ja. Also, aber diese ständige Missionieren. Ja gut, aber jetzt, also, du hast natürlich nicht die, sagen wir mal, sexuelle Verlangen zu ihr gehabt, das was sie wahrscheinlich zu dir hatte, oder? Ja, aber das hatte sie ja zu allen, das ist ja auch das Interessante. Auch zu Männern? Dann, nein. Zu allen Frauen? Sie hat versucht, mit Männern überhaupt gar nichts zu tun zu haben, also sie war halt so ein richtiger. Also ich habe in einer WG gewohnt im Studium, wo ich Bauingenieurwesen studiert habe und da habe ich mit 4 Männern in einer WG gewohnt. Ne? Und wenn die reinkamen, dann haben die immer alle schon losgestiegen. Da ist das Heft weggeflogen. Der Hügel. Da will er her. Fahrrad umgestellt, jetzt musst du ein Stück runterrutschen. Ein Stück zu mir, oder wie? Ja. Ja, also die war halt männlicher wie alle meine vier Studenten-Mitbewohner zusammen. Ich hätte eigentlich nur gesagt, und die haben sie dann auch, glaube ich, so gemocht, dass sie das total nicht mehr kommen wollte. Ja, aber dann hatte ich noch eine andere Bekannte im Studium. Die war normal, also ich sag mal normal, also hetero, und auf einmal war die lesbisch. Auf einmal. Und dann fing die auch an mit dieser Missioniererei. Als Christ soll man ja missionieren. Aber manche sagen ja, das ist ein Dämon, den so jemanden gefällt. Und vielleicht kommt daher dann diese Missioniererei, dass von der Gegenseite dann dass so gesteuert wird, dass die dann halt alle auf diese Seite ziehen wollen. Also, weil, egal, also von wem ich das höre, von ganz vielen höre ich, hatte mit irgendwie der und der, also jetzt mal der Bruder von einer Bekannten, der hatte mit einem Homosexuellen
und der hat ihn auch einmal homosexuell gemacht. Also irgendwie, und bei der war das ja auch, auf einmal war die lesbisch, also das kommt auf heiterem Himmel. Also, und manche sagen ja, das ist wirklich ein Dämon, der in diese Leute dann reinfährt. Ja. Also diese Sache, dass Homosexuelle einem erzählen, das könnte man nicht ändern und das wäre von Geburt an, das kann ich jetzt überhaupt nicht so bestätigen bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, und was ich halt auch total interessant finde, also erstmal habe ich nur mit diesen zwei Lesbierinnen zu tun. Und dann habe ich in Frankfurt Architektur studiert und da hatte ich einen Kommilitonen, der war homosexuell, aber mit dem bin ich total gut klar gekommen, mit dem habe ich sehr gerne irgendwelche Projektarbeiten gemacht und so. Und dann habe ich mal mit dem nachts durchgearbeitet und dann sagte der auf einmal zu mir aus heiterem Himmel, aber es kam so von ganz unten irgendwie, so ganz bedrohlich und gefährlich und ernst, ich bring dich um. Und warum? Was meinst du, warum er das gemacht hat? Ob es ein Scherz war oder? Nee, das war bitterer Ernst. Und dann war das aber wieder weg. Also das dann hast du nicht gefragt, warum? Nein, also irgendwie war der... War Angst gehabt, ne? Nee, der war wie in so einer anderen Welt. Aber bei den Homosexuellen war dann genau auch, wie bei den Lesben auch sofort erkennbar, was die für enorme psychische Probleme haben, ja? Weil er hat dann auch immer erzählt von seiner Mutter, wie schlimm das mit der ist. Und dann hatte ich das Gefühl, in dem Moment, wo er gesagt hat, ich bringe dich um, dann hat er irgendwie seine Mutter in mir gesehen und hat es eigentlich seiner Mutter gesagt. Die Vermutung, manchmal, ich habe ihn nicht gesagt, ja, und dann habe ich einen anderen kennengelernt, einen Homosexuellen, mit dem habe ich mich aufgefallen. Ich verstehe mich allgemein immer extrem gut mit Homosexuellen. Und jetzt soll ich jetzt homosexuell werden? Nee. Besser mit mir verstehst, oder? Nein, also ich meine nur damit nicht, dass Menschen denken, ich wäre jetzt homosexuell, Homosexualist. Homophob. Oder, ja genau, es gibt ja auch das Wort. Spinnenphobie. Ja, und dann, genau, habe ich einen hier in Frankfurt kennengelernt. Und der war dann auch sofort, hat er mir dann sein Leid geklagt. Also er hatte eine Mutter. Er hatte eine Mutter, die wurde ständig betrogen von seinem Vater. Also der ist ständig Frankfurt. Und die hat sich irgendwann, glaube ich, selber umgebracht. Und das hat er seinem Vater dann nie verziehen. Also irgendwann hat das ihn verziehen, aber ja, und dann war ich immer bei dem Besuch. Der hatte HIV und da hat man halt schon mitbekommen, wie dramatisch das ist, diese Medikamente, die sind ja nicht dafür, dass da was heilt, also die werden ja nicht dadurch geheilt, sondern dadurch die Medikamente selber zerstören den Körper. Stück für Stück, das ist eine ganz dramatische Sache, das wird ja alles kurzgeschrieben in unserer Gesellschaft, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall kam ich in seine Wohnung und da hat mich der Schlag getroffen. Der hatte quasi also es war eine Einzimmerwohnung und er hatte dieses gesamte Zimmer, wo der so eine gewohnt hat, komplett tapeziert gehabt mit auf seinen Schwulenheftchen, also Schwulenpornoheftchen, Bilder, ja. Also die Wohnung hing voller Geschlechtsteile, männlich erregter Geschlechtsteile. Und da war ich platt, ja. Wie kann man hier leben? Und er hat sich auch überhaupt die Wohnung nicht dafür geschämt, der fand das ja gut. Das soll man sagen, ne? Was entartet, möchte ich jetzt nicht sagen, ne? Das ist auch wieder anstößig, weil weiß ja gar nicht mehr, was zu sagen wollte. Ne? Aber das war sein Ding, es gibt auch Leute, die nur schön rauskommen. Ja, aber das waren ja keine schönen Fotos, ja. Sondern es kam halt nur, also es war alles voller, Geschlechtsteile. Naja, auf jeden Fall, also es ist blöd, wenn man alles wirklich nur noch auf die Sexualität konzentriert. Hat mal einer gesagt, Sex ist nicht alles, noch mehr. Ne? Dann kam natürlich gleich wieder der Nachsatz, aber alles ist nicht alles.
nur das wieder umgekippt. Ne? Ja, du hast ja den Film gesehen mit dem Hummelstaat, gell? Ja. Da gibt es noch andere Hummelfilme. Ja. Bei den Hummeln ist das so, die Drohnen, ja. die begatten die Königin und danach sterben die sofort. Ja. Das heißt, die haben einmal im Leben die und dann ihre sind ihre Aufgabe erfüllt. Ne? Und die Menschen, die sind in der Esoterik oder in Frauenzeitschrift, was du da zu lesen bekommst, da dreht sich ja alles nur darum. Oder wenn sich jemand homosexuell nennt. Hallo? Oh nee, im Moment nicht. Also, wenn sich jemand homosexuell nennt, dann sagt er ja eigentlich auch, ich bin nur meine Form der Sexualität. Ist ja auch schlimm, oder? Es ist nur auf die Sexualität zu reduzieren. Ja, auf jeden Fall bei mir jetzt da, wo ich wohne, ne, ich habe da auch zwei zuckersüße homosexuelle Nachbarn. Und der eine arbeitet bei der AIDS-Hilfe. Ja. Also ich finde den total nett. Kennt ihr den vielleicht oder kenne ich? Vielleicht bin ich mal so, wie er sich hatte. Die Leute sind ja auch manchmal kreativ und gucken bei YouTube. Ja, auf jeden Fall war ich öfters auch bei der AIDS-Hilfe, da wo er arbeitet. Und da kann man... Wollen wir tauschen? Ja. Guck mal gleichzeitig nach der Kamera. 16:25. Machen wir Teil 2? Ja. So.